Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Diesmal wieder ohne Intro. Auch wieder mit demselben Grund, es ist in dem Fall ein vernichtendes Tutorial zu diesem riesigen Obsidian-Klotz dort hinten, wo auch gleich der Clock davor ist, die ich jetzt aus Performance-Gründen ausschalte. Okay, jeder kennt TNT-Kanonen und jeder weiß, dass sie schießen. So, hier zum Beispiel haben wir jetzt auch TNT geschossen. Natürlich kann keine TNT-Kanone der bisherigen Standards das. Und ich habe eben nach der Entwicklung von dem beschlossen, auch ein Tutorial dazu zu machen, und vielleicht sollte ich allen ernstes mal über ein Intro für vernichtende Tutorials nachdenken. Okay, wir sehen, wir haben hier einen riesigen Krater. Der wurde jetzt natürlich nicht nur mit dem paar Minischuster gemacht, sondern dafür habe ich zumindest mehr als 18 Stacks TNT verballert. Und man sieht, es geht allein mit dieser Version der TNT-Kanone bis hier hinten. Man sieht, hier hat auch ein TNT eingeschlagen, weil hier überall noch die Items liegen. Und die verschwinden bekanntlicherweise erst nach 5 Minuten. Und ja, die Welt dort hinten degeneriert sich sogar schon. Okay, und ich werde jetzt einfach mal dasselbe mit euch bauen. Wiederum gibt es hierfür Voraussetzungen. Wie bei jeder TNT-Kanone auch, müssen diese Voraussetzungen möglichst genau eingehalten werden, da sonst, wie soll ich sagen, Vernichtung droht. Okay, als erstes brauchen wir mal ein Baumaterial, zum Beispiel Holz und Obsidian für die zweite Version dann. Dann einen Wassereimer, Lava, Leitern. Und Redstone, Repeater und Comparator. Aus dem kann man mal eine grundlegende TNT-Kanone bauen. Mit einem Knopf zum Starten. So, fangen wir an. Ach ja, vergessen, Dispenser. So, fangen wir eben an. So, eine 8 lange Rinne, in die wir Wasser platzieren. Das Wasser sollte eben bis hierhin etwa gehen. Und dann für diese Version der TNT-Kanone, ganz wichtig, hier ein Loch graben. In etwa so groß und bis hier nach unten. So, das ist in dem Fall leider vonnöten. Denn es kann durchaus mal passieren, dass TNT durch einen kleinen Bug nicht nach vorne geschleudert wird und dann nach unten fällt. Und das ist nun ja bei einer TNT-Kanone nicht gerade erwünscht. Deswegen einfach mal ein kleines Loch graben. Man sieht es hier so groß in etwa. Und während ich jetzt das alles abbaue, erkläre ich mal das Grundprinzip. Nun gut, viele werden es jetzt schon gehört haben. Dispenser, die habe ich auch im Inventar. Das ist jetzt mit dem neuen 1.5 Update eben die TNT-Kanone. Mit Dispensern. In dem Fall hat dieser den Vorteil, man muss nicht immer so schrecklich fahr nachladen. Und neben diesem einen Vorteil ist es auch so, die Dispenser explodieren nicht wie manches TNT, sondern sind einfach nur Dispenser. Okay, bei dieser 8 langen Rinne setzen wir jetzt zumindest hier einen Dispenser, der nach vorne zeigt. Wichtig ist, jeder Dispenser muss nach vorne zeigen, weil sonst das TNT nach oben dispensen würde. Und hier einen Dispenser. Wichtig, hier eine Leiter hinsetzen. Okay, wenn wir das haben, möchten wir, dass unser TNT gerade fliegt. Das heißt, wir machen das Ding, dadurch fliegt das TNT garantiert gerade. Okay. Als nächstes legen wir hier drauf Redstone.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, wieso man damit maschinengewehrmäßig feuern kann, dass wirklich das dann passiert. Achtung, gleich Lage. Oh, ich glaube, die sind leer. Ja, ich habe sie anscheinend schon leer geballert mit dieser kurzen Demonstration vorhin. Zumindest sie kann wirklich Maschinengewehrmodus schießen, wie man auch vorhin gesehen hat. Und dafür bauen wir jetzt die sogenannte Comparator Clock. Und zwar ein Comparator, den wir so powern und dann an unsere Dispenser anschließen. Was bringt sich das? Wird es da ein Signal? Also kommt ein Signal, wird das wie ein Abwürger, nur geräuschlos, funktioniert das halt. Und die Dispenser dispensen jetzt in dem Fall bei diesem kurzen Signal 5-mal. Danach hört es auf. Gut, jetzt können wir aber nicht gleichzeitig mit dem Dispenser auch noch dann ein Signal kriegen, weil dann würde das TNT ja hier landen. Und wenn es hier landet, zusammen mit denen explodiert, wird die ganze TNT-Kanone in die Luft gehen, weil ja kein Schub mehr da ist. Also, bauen wir hier so eine Vorrichtung. Wieder mit Comparator Clock. Allerdings mit Repeater. So. Noch anschließend. Wichtig ist hier Subtraction Mode. Das heißt, das muss hier rot leuchten. Ganz wichtig. Und dann platzieren wir hier nach hinten Holz oder was auch immer. Und ein Repeater, zwei Repeater, drei Repeater, vier Repeater, fünf Repeater, sechs Repeater. Oh, und das sieht der Repeater immer auf der maximalen Stufe. So, das ist alles, was wir dafür brauchen. Nur noch mit Redstone verkabeln. Und wir hätten eigentlich schon die TNT-Kanone. Man sieht, das funktioniert jetzt alles. Und das ist jetzt aber nur Version 1. Die wir jetzt gleich mal auffüllen. Mit einem, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun Stacks. Es müssen nicht 9 Stacks sein. Aber das ist halt, naja, würde ich sagen, bei den Mengen, die da verschossen werden, auch nicht viel. Normalerweise gehe ich immer 9 Stacks pro Dispenser rein. Die sind aber auch ziemlich schnell wieder weg. Und dafür auch vorhin die Clock mit dem Kommandoblock, dass ich nicht jedes Mal TNT ins Inventar werfen muss. Okay, und wir sehen. Wir dispensen hier TNT. Und wir dispensen hier TNT. Dann macht einmal ein Kabum und das ganze TNT ist außerhalb unserer Sichtweite geflogen. Okay, es war ein bisschen zu weit, um ehrlich zu sein. Und ich habe jetzt keine Lust, das Ganze irgendwie zu suchen. Gehen wir also wieder zurück zu unserem Holzgestell. Implementieren eine sogenannte Höhenkontrolle. Gut, wofür die Höhenkontrolle? Dass unser TNT nicht so weit fliegt. Und zwar wird es einfach gegen den oberen Block prallen und dann gerade weiter fliegen. Ist die beste Methode, um das Ganze passend einzuschränken. Wir sehen, das TNT hat es hierhin geschleudert und bum bum bum. Haben wir da schon den Krater. Wichtig ist in dem Fall die Höhenkontrolle auch nicht zu niedrig bauen, weil sonst das Ganze eben nur hier nach vorne hin fliegt. Ich nehme es jetzt einfach mal wieder weg. Ich mag es gerne, wenn die TNTs weit fliegen. Und wichtig ist es, das ist noch kein Maschinengewehr. Kein Maschinengewehr. Für das Maschinengewehr, wie dort hinten gezeigt, hier Obsidian platzieren. Das ist in dem Fall ganz wichtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob jeder Obsidian hat, BZW. Ich habe es nur mit Obsidian probiert, aber weil mir alle anderen TNT-Kanonen eigentlich in die Luft gegangen sind. Und deswegen sicherheitshalber auch hier Obsidian. Dann ganz wichtig, diese Reihe hier oben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird das TNT auch nach oben gesteuert und das können wir nicht brauchen, weil es dann die TNT-Kanone zerstört. Und ich bin jetzt mal so vorsichtig und mache auch noch den Boden aus Obsidian. Das muss nicht unbedingt sein, ist aber dann doch ratsam. Wichtig ist, dass er durchgehend aus Obsidian ist, dass nicht irgendwo ein Loch drinnen ist. Sonst geht's auch nicht wirklich. Und hier Schilde platzieren. Das heißt, wir ersetzen das alles hier durch Obsidian. Sondern, und wir platzieren hier eben davor einen Schild, um zu verhindern, dass das hier auch noch zerstört wird. Die Redstone-Technik in dem Fall wäre besonders schade.
Was mir allerdings schon relativ oft passiert ist. So, nachdem wir das hier haben, die Leiter wieder platzieren. Diese ist in dem Fall abgefallen. Und, wer hätte das gedacht, mal testen. Ob sie überhaupt so schießt. Ja, wir sehen. Bum, bum, bum. Okay. Und jetzt einfach mal ein kurzer Test. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sehen, es hat ordentlich geraucht und dort landen unsere TNTs und verursachen eben solche großen Krater. Wir sehen, wir sind jetzt schon hier unten und wir kommen auch bedenklich nahe an die Kanone ran, um nicht vergessen, diesen Krater hier zu machen. Und ich bin jetzt mal so unhöflich und verballere den Rest. Aufpassen, es wird jetzt höchstwahrscheinlich laggen. Man sieht, wir schießen da wirklich einen hohen Bogen TNTs. Und wie es aussieht, sind unsere Dispenser leer. Wir sehen nichts mehr drinnen. Und wir haben einen ziemlich großen Krater schon geschaffen. Allein durch die kurze Zeit. Und eben, wenn man das Ganze dann auf die Spitze treibt, kommen durchaus solche Krater heraus. Also, immer dran denken. Wichtig ist dieser Krater. Und fürs Maschinengewehr hier Obsidian. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal wieder von euch. Und ja, das war's mit dem vernichtenden Tutorial Nummer 2.